Zurück in Aktion nach anderthalbwöchiger Pause. Immer noch hier oben im Gebälk. Und ja, kurz zu den Gründen. Zum einen war ich richtig stark erkältet, wie man in dem letzten Video schon gehört hat. Das hat sich dann ungefähr noch eine Woche hingezogen. Und danach war unpassenderweise Warlords of Draenor Release. Also das Add-on zu World of Warcraft, das aktuelle. Was dazu geführt hat, dass ich erstmal ja, ein bisschen suchen musste. Aber bin jetzt Level 100 und habe wieder Zeit für Sie. Jetzt erstmal gucken, wie. Ich glaube halt nicht, dass ich da unten ran muss eigentlich. Ich brauchte das Zahnrad für die Uhr. Shit. Ah! Holy shit. Was ist denn da gerade passiert? Das ist wirklich so richtig buggy. Ich sollte das, glaube ich, anders machen. Jetzt mal so. Visiert ist ja verlegt, hat sie gesagt. Was ist das? Das war ja das Problem. Aha. Ich sehe da tatsächlich auch nach wie vor eigentlich. Also die wäre eigentlich schön blöd, wenn sie das da hingelegt hätte und es da nicht wiederfindet. Was ist das? Das waren keine Ratten, so viel ist gewiss. Nicht in den Gemäuern des... Ansonsten, ich weiß nicht, wohin die Tür führt. Verlegt. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Kommt aus den Schatten hervor! Habe mich vermutlich geirrt. Vermutlich. Okay, also das heißt, ich habe jetzt das Ding, was ich in die Uhr einsetzen muss. Ich weiß nur nicht, in welche Uhr ist das Problem. Möchte ich am besten raus? Ich glaube, da. Das ist am vielversprechendsten, denke ich. Weil ich hier vorhin auch, glaube ich, nicht gesehen werde. Oh Gott, das ist immer so dreckslaut. Kann ich hier runterfallen? Ich würde eigentlich echt ungern meinen Pfeil hier stecken lassen. Okay, es hat ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht sonderlich viel. Ach, hier ist noch so ein Speicher. Hier auch in so einem Gebäude, das dann hier irgendwo wäre. Ich müsste eh irgendwie mehr als die Hälfte erkunden oder so. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gerade hier runter. Ich hätte schon wieder eine Kamera hier. Oh Gott. Ja, Garrett, krebel du mal da rum.
CS auf jeden Fall auf unserem Kanal. Ich spiele dann mit den anderen relativ viel CS auch noch. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja. Unter dem Speicher. Und hier ist wieder so ein langer Gang, nehme ich an. Ich will das nicht aussuchen. Okay. Da möchte ich, glaube ich, nicht hin von hier unten. Gehen wir nach oben, gehen wir in die andere Richtung. Finden kann. Wird wahrscheinlich aber auch so gegangen sein, aber vielleicht habe ich da wieder irgendwo. Da hinten habe ich ja abgeschaltet beim letzten Mal. Eines Tages werde ich keine Wache mehr sein. Dann bin ich ein Adeliger und bezahle Dutzende von Wachen, damit sie Tag und Nacht für mich Wache halten. Da fährst du mal eine Wache rum, okay. Super. Na, ihr sitzt wohl auf die Ohren, ne? Das wird halt Spaß. Okay, da gibt's noch rein, der Typ. Was zum Teufel? Oh Gott. Laut, laut, laut. Ja, das war immer ganz schlecht. Auf jeden Fall auf dem Teppich landen. Jorun? Bist du's? Das ist natürlich komplett blind. Das sind echt wechselnde Patrol-Pattern. Der ist typisch eben gerade in den Raum gegangen. Jetzt ist er einfach mal nach rechts gegangen. Das ist richtig übel. Da lang. Ja, hier sind die Kameras nicht aus. Das ist tatsächlich auf der anderen Seite. Ich hab. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel der Geheimgang das jetzt hier ist, den ich jetzt gefunden habe. Raum hier. So schön Holz vertäfelt, aber nichts drin. Ich glaube, das ist wieder die Kontrolle. Ich weiß noch nicht, was die unteren beiden Schalter machen. Die oberen machen die Kameras aus, so viel wie ich mitbekommen. Was die unteren machen? Keine Ahnung. Nee, jetzt liegt das immer noch an. Ich weiß es nicht. Sie werden wahrscheinlich nicht einfach nur Verzierung sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie geht der denn hier auf? Achso, das ist so eine Doppeltür. Das ist aber hier jetzt wieder schon richtig verwinkelt, ey. Ich will erstmal einen Bereich fertig machen, das heißt, ich gehe erstmal nach hier hinten in diese Richtung. Da vorne ist ja, glaube ich, noch eine Tür. Da müsste der letzte Raum im zweiten Stock hier sein. Dann war noch halt der Balkon da. Hier jetzt rauskomme. Ist es draußen? Nee. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, aber ich gehe erstmal oben weiter.
mir erstmal den nächsten Raum vor. Der ist ja dann hier und dann links. Müsste der hier sein, ja. Speichern gerade. Ja, gut, dass hier gar nicht hell drin ist. Ah, Lärmfall mit. Noch irgendwas hier drin? Ich habe hier so viel wieder einen Geheimgang. Ob ich jetzt mal wieder in der Tür festhänge. Das ist sowieso meine Spezialität, habe ich das Gefühl. Und hier geht's wieder in. Ja, genau. In diesen Bereich. Ach, das war das Trophäenzimmer, okay. Und dahinter ist das Esszimmer. Das hier ist das Esszimmer. Kann ich mir was mitgehen lassen? Hier ist aber auch nichts aufgetragen. Die Gänge gingen aber auch noch weiter. Hohoho, da kann man einer rein. Schön die Tür zu. Anwesen ist einfach riesig und trotzdem noch relativ detailliert gebaut für den damaligen Zeitraum. Es ist einfach unfassbar gut. So, jetzt bin ich hier ganz am Ende von dem Gang, also hier eigentlich irgendwo. Das glaube ich direkt davon gewinnen jetzt, oder? Ich will die scheiß Tür nicht. Ja. Was ist das? Oh Gott, ich bin hier zu. Oh shit. Weg sein. Ist er. Ich gehe gerade mal in den Trophäensaal. Der Typ ist irgendwo da hinten in den Raum gerade gegangen. Also hier ist keine Uhr, wo ich irgendwo einen Kuckuck reinsetzen könnte. Ich bleibe natürlich auch vergessen, also wenn ich es gewusst hätte. Das ist aber wahrscheinlich die Tür zur geheimen Treppe sein. Ich war noch nicht auf Ebene 3, außer in der Bibliothek. Hier hinten könnte halt noch irgendwo ein Aufgang sein. Oder hier. Sonst wüsste ich momentan nicht wo. Ich glaube, dafür sind die Schalter. Die Dinger gehen einfach so an, wenn man da lang geht. Richtig uncool. Ich muss da irgendwie rein. Wie mache ich das? Habe ich Feuerpfeile dabei? Natürlich nicht. Dieser scheiß Kamera vorbei. Ich habe nur die da hinten ausgemacht, also hier in dem Bereich. Ich muss hier hin. Ich könnte es unten lang versuchen. Ich glaube, das mache ich erstmal. Da vielleicht noch irgendwo eine Treppe in die Richtung ist.
sehr viel Zeit in diesen Geheimgang. Ich glaube, so haben die Entwickler sich das auch gedacht, dass man sich dadurch durch das Haus bewegt. Deswegen dürften sie hier eingebaut haben. Ja, die sind zurückgeklappt. Und das vorhin, das Ding, das war nicht zurückgeklappt. Deswegen hat das einmal frei. Ich weiß, dass das pellt sich nicht darauf, ob das so geklappt ist oder nicht, sondern es schießt mich so oder so. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Gehen wir da schon mal nicht hin. Methode, sonst in diesem blöden Kameraauge vorbeizukommen, außer das auszuschalten oder kaputt zu machen. Ich glaube nicht. Hier wäre halt noch eine Tür im Zimmer gewesen. Vielleicht komme ich da. Naja doch. Ich glaube, ich weiß noch was. Da müsste ja auch noch so ein Schalter zum Ausschalten sein. Gegenüber war ja eine Tür. Heime könnte ich das schaffen. Und ich höre gerade hier der Typ vor der Tür steht. Okay, ist er weg. Rein. Oh Gott, die Tür ist wahrscheinlich auf. Gottes Willen. Alternativen? Kann ich da irgendwo verstecken? Richtung auf, ey. Okay, das bringt mir ungefähr gar nichts hier, der Raum. Shit. Ich kann aber hier das Ding kaputt machen, in der Hoffnung, dass irgendein Hintergrund was hinter ist. Schlecht hier. Hier könnte ich runter. Es werden lang patrouilliert. Wo komme ich denn da raus? Ich bin hier, ich würde hier runterfahren. Das habe ich noch nicht erkundet. Aber so ein Büro müsste dann ja auch hier auf der Ebene sein, irgendwo. Oder komme ich irgendwie in der blöden Kamera durch die andere Tür noch vorbei? Ich würde halt nicht mitrechnen eigentlich. In diesen kleinen Nebengang könnte ich versuchen zu kommen. Okay, das hat geklappt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Fliesen rumlatschen. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Wachen steht hier. Okay, Wachen ist schon mal irgendwie richtig uncool.
Hier in der Nähe soll der Aufzug sein. Ich soll aber nicht mit dem Aufzug fahren, sondern mit der geheimen. Was macht das Ding? Eigentlich sollte das die ausmachen. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Ich verstehe diesen Schalter noch nicht ganz. Oder sind die so ausgeschaltet? Okay, so beschießen sie mich nicht. Also ich habe sie die ganze Zeit falsch eingestellt. Ja gut. Okay, hier ist abgeschlossen. Hier will ich wahrscheinlich auch nicht reinkommen, weil hier der Aufzug ist. Tada. Ja. Das heißt, das bringt mir hier gerade generell gar nichts, diese Exkursion hier hin. Außer dass da jetzt einfach kommt. Ja. Wie ich das löse, sehen wir mal morgen. Danke erstmal wieder fürs Zuschauen und bis dann.